Wir erwarten so häufig ganz viel von den Pferden und fragen uns viel zu selten, was können wir denn für unser Pferd tun? Was können wir denn unserem Pferd geben? Ja, wir verlangen immer, dass Pferde sich leicht verladen lassen, dass Pferde sich von der Herde trennen und mit uns ausgehen. Das ist ein Riesengeschenk, wenn sie das tun. Hi, ich bin David von der Calm Horse Academy. Im folgenden Video erwartet dich wie immer super interessantes Pferdewissen. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du den Kanal einmal abonnierst und auch direkt auf diese kleine Glocke dann klickst. Das kostet dich wirklich nichts, aber durch dein Abo hilfst du uns und motivierst uns natürlich, noch mehr tolles Pferdewissen zu verbreiten. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Video. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf, dass ich Teil eines ja großartigen Teams bin. Ja, ein Team von Menschen, die anderen Menschen und halt auch Pferde helfen wollen, ja, mehr Verbundenheit zu erleben, Ziele gemeinsam zu erreichen und ja, noch vieles mehr. Also danke, dass ich dabei sein darf. Danke, dass du zuschaust und dass du dich immer weiterentwickeln willst für dich selber und für dein Pferd. Und ja, jetzt lass uns einfach gemeinsam loslegen. Ich habe hier schon ein paar Sachen vorbereitet und falls du dich jetzt fragst, wer ich bin, mein Name ist Franziska Müller und ja, wer mich kennt, weiß, dass ich mit Pferden arbeite und dass ich mit Menschen arbeite. Mein Hauptthema ist die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen mit der Hilfe von den Pferden. Und ich schreibe Bücher, habe einige Bücher geschrieben, gebe Online-Kurse, bilde Coaches aus und mache da eine Menge. Und ja, es ist einfach mein Herzensthema. Und zwar, dass all das, was du mit deinem Pferd erleben möchtest oder erlebst, dass es immer etwas mit dir selbst zu tun hat. So, und wir Menschen können noch so viele Techniken erlernen, wenn wir in unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung nicht vorangehen, wenn wir irgendwo Hindernisse, Blockaden haben, dann nutzt uns die beste Technik nichts. Das klingt hart, ist aber leider einfach so. Ich packe diese Sache noch mal kurz zur Seite, da kommen wir später noch mal drauf zurück. Und zwar, was heißt denn Persönlichkeit? Was heißt denn Persönlichkeitsentwicklung? Das fängt dabei an, wenn du gestresst in den Stall kommst, ja, dann wirst du wissen, wirst es merken oder aber auch vielleicht unbewusst bemerken, dass dein Pferd sich anders verhält als sonst. So. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen eigentlich Ruhe suchen bei den Pferden, dass sie aus einem gestressten Job kommen, aber gar nicht merken, dass sie ihren ganzen Stress mitbringen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Stress, viel gearbeitet zu haben, sondern auch ihre zum Beispiel Unzufriedenheit, wenn sie unglücklich sind in ihrem Job oder aber das letzte Gespräch mit dem Kollegen. Ja, all das überträgt sich auf das Pferd. Oder aber auch, wenn du das Gefühl hast, du hast einen geringen Selbstwert, ja, und vielleicht hast du das Gefühl gar nicht, vielleicht hast du es, aber es ist dir gar nicht bewusst. Und wie wird dir das bewusst? Indem du mal darauf achtest, was du so für Selbstgespräche führst. Wir alle führen ja permanent Selbstgespräche in dem, was wir denken, indem wir dem zuhören und auch glauben, was wir denken. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die häufig denken, ah, ich bin nicht gut genug, ich muss es perfekt machen, ah, wenn du häufig Selbstzweifel hast, ja, dann überträgt sich das natürlich auch auf die Verbundenheit mit deinem Pferd. Ja, an dieser Stelle auch ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Satz. Erwarte nicht von deinem Pferd, was du selbst nicht geben kannst oder was du selbst nicht hast oder was du selbst nicht tun kannst. Ja, ich kenne Menschen, die sagen, sie wünschen sich Liebe von ihrem Pferd, sie wünschen sich Nähe, sie wünschen sich Vertrauen von ihrem Pferd, suchen das auch dort und sind dann enttäuscht, wenn das Pferd sich zum Beispiel abwendet, wenn das Pferd sich nicht, was ich kuscheln oder großartig streicheln lassen will. Und was häufig dahinter steckt, ist, dass sie sich selbst das nicht geben, dass diese Menschen sich selbst nicht vertrauen. Wie soll denn das Pferd mir vertrauen, wenn ich mir selber nicht vertraue? Wie soll denn das Pferd sich von mir, ich sag mal, liebevoll streicheln lassen, sich mir liebevoll zuwenden, sich, ich sag mal, kuscheln lassen von mir, wenn ich selber nicht lieb mit mir bin, wenn ich selber nicht mich mal in den Arm nehme innerlich oder wirklich mal sage, hey, hast du gut gemacht. Ja, wir verlangen von den Pferden so häufig Dinge, die wir selber nicht erfüllen.
Genauso ist es mit diesem Perfektionismus. Ja, der ist ja nun wirklich eine lästige Sache, möchte ich mal sagen. Wenn du das kennst, dann weißt du, wovon ich spreche. Ich kenne das von mir. Ich war früher sehr perfektionistisch und habe auch gedacht, natürlich müssten auch alle um mich herum perfektionistisch sein. Und ich habe das übertragen, natürlich auch unbewusst auf die Beziehung zu meinem Pferd. Wenn etwas nicht geklappt hat, ja, dann war ich natürlich unzufrieden und ich habe so lange gemacht, bis es so geklappt hat, wie ich mir es vorgestellt habe. Habe aber auf dem Weg dahin sicherlich, und natürlich tut mir das heute leid und darauf komme ich gleich nochmal zurück, sicherlich gar nicht gemerkt, dass mein Pferd vielleicht innerlich längst ausgestiegen war oder gar nicht mehr Lust hatte, nicht mehr motiviert war, was auch immer. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig für dich. Ich erlebe ganz, ganz häufig, dass den Menschen, wenn ihnen klar wird, dass alles bei ihnen persönlich anfängt, in ihrer eigenen Persönlichkeit, in dem, wie sie sind, ja, dann wird ihnen klar, wie sie sich vielleicht oftmals beim Pferd oder mit ihrem Pferd verhalten haben. Und dann tut ihnen das leid. Und falls du jemals an diesen Punkt kommst, dass du denkst, oh je, was habe ich denn da gemacht? Ja, oh je, hätte ich doch meinem Pferd besser zugehört. Ja, hätte ich doch das und das gemacht, ja. Bitte geh nicht hart mit dir ins Gericht, weil du kannst es nicht verändern. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Sei froh, sei dankbar, dass dir Dinge bewusst werden, dass du heute Dinge vielleicht anders machen würdest als früher. Aber geh nicht hart mit dir ins Gericht und denke, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Du kannst es nicht verändern. Sei einfach dankbar, dass du aus dem, was du vielleicht mal in deinen Augen falsch gemacht hast, dass du daraus lernst und dass du in Zukunft dein Pferd davor bewahrst, vielleicht wieder irgendwelche Sachen zu machen, die für dich und dein Pferd gar nicht so zuträglich sind. Ganz, ganz wichtig, wirklich, ja. Hadere nicht mit dir, geh nicht hart mit dir ins Gericht, sondern fang jeden Tag neu an. Guck, so machen doch die Pferde das auch. Die starten jeden Tag neu. Die leben im Hier und Jetzt und das ist doch etwas, was wir von den Pferden auch immer wieder lernen dürfen. Grundsätzlich hast du in deinem Pferd den allerbesten Persönlichkeitstrainer. Du musst nur ganz genau schauen, worauf du achtest, ja. Und da ist einfach wichtig, hör deinem Pferd zu. Meinetwegen für mal ein Tagebuch. Weil es wird Tage geben, da hast du das Gefühl, Mensch, heute klappt alles, ja. Da kannst du dein Pferd putzen, es steht meinetwegen still, da reitest du und alles läuft. Ja, und dann gibt es Tage, an denen läuft so gar nichts. Ja, das Pferd hampelt rum, ja, will vielleicht nicht mitkommen von der Weide oder was auch immer. Ja, und da denkst du, das gibt's doch überhaupt nicht. Und kannst da wirklich mal ein Tagebuch führen und dann gleichzeitig schreibst du auch immer daneben, was war mit dir an dem Tag? Wie ging es dir? Wie hast du dich gefühlt? Was hat sich bei dir verändert? Und dann wirst du irgendwann ganz genau sehen, wow, das hat ja immer eigentlich auch was mit meiner eigenen Befindlichkeit zu tun gehabt. Ich war an dem Tag gestresst oder aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich konnte mich selber nicht ausstehen, weiß der Himmel. Ich mache das jetzt ganz global. Es sind so häufig diese ganz kleinen, feinen Sachen. Ja? Wenn ich zum Beispiel meinem Pferd etwas beibringen möchte, aber selber nicht an mich glaube, dass ich das kann, diese Technik zum Beispiel, die vorher bei dem Trainer super funktioniert hat, dann überträgt sie das. Wenn ich nicht daran glaube, dass ich das schaffe oder dass mein Pferd das schafft, dann mache ich es dementsprechend auch. Dementsprechend führe ich diese Technik aus. Ja, deshalb wieder dieser Satz, erwarte nicht von deinem Pferd, was du selber vielleicht gar nicht erfüllen kannst. Erwarte auch nicht von deinem Pferd, stillzustehen, wenn du selber ein total hibbeliger Mensch bist. Grundsätzlich schau da nochmal ganz genau hin, immer, was braucht dein Pferd? Frage dich in allem, was du tust, was braucht dein Pferd gerade? Dieses Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Den zweiten Teil findest du entweder kostenlos während dem Kongress oder du kannst dir alle Videos sichern, wirklich zum Downloaden, zum immer wieder anschauen, hier unten in der Videobeschreibung, da findest du alle Details dazu. Ansonsten eine kurze Erinnerung, auch von der Fee. Fee, was sagst du? Genau, bitte YouTube-Kanal einmal abonnieren. Das kostet dich nichts, das hilft uns aber wirklich, noch mehr Wissen zu verbreiten. Und ich freue mich, wenn du hier gleich auf Abonnieren und dann auch auf die Glocke klickst. Bis dann!